Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von eurer liebsten Kochsendung. Heute habe ich mir überlegt, was könntest du mal machen? Ein paar haben gesagt, ach Mensch, ihr macht ja nur vegane Sachen. Da habe ich mir überlegt, ich mache heute mal was, was allen schmeckt. Und zwar eine Pizza. Ihr seht, der Teig ist schon fertig. Ein Teigrezept hatte ich euch nämlich schon mal gezeigt. Das verlinke ich in der Video-Infobox. Das Teigrezept damals war mit Weizenmehl, das könnt ihr aber auch mit Dinkelmehl machen. Das habe ich mir heute als Variation mal überlegt. Dinkelmehl, ihr seht das, habe ich dann noch stehen. 630, hat ganz gut geklappt. Der Teig ist sehr, sehr elastisch. So, den will ich hier auf das Blech bringen. Ihr wundert euch vielleicht, was ich hier habe. Das ist so eine Backunterlage aus Glasfaser. Ist eine ganz witzige Sache. Kann man echt erhitzen, kann man auch in eine runde Form packen. Und dann backt das da drauf und man hat nichts, was so festklebt. Finde ich ganz cool, habe ich schon ausprobiert. Nehme ich jetzt wohl immer wieder. So, Teig ist ausgerollt, jedenfalls die erste Version. Tada! Es muss nicht perfekt sein, finde ich, die kleine Ecke. Die können wir verzichten. So. Was nehmen wir drauf? Was ganz Schönes, habe ich gedacht. Und zwar ganz viel Gemüse. Was haben wir? Wir haben Zwiebeln, Tomaten, Oliven, Kapern. Kapern, das ist ja sehr würzig, ne? Das muss man mögen. Pilze, Zucchini, habe ich schon gesagt. Und Paprika. Und nachher kommt frischer Rucola drauf. Bei dem Belag habe ich hier was schon Vorbereitetes. Ihr könnt natürlich auch einfach gehackte Tomaten aus der Dose nehmen. Ich fand das jetzt ganz praktisch, weil es schon ein bisschen Geschmack hat, wenn es schnell gehen muss. Ansonsten einfach Tomaten aus der Dose. Großzügig verteilen bis zum Rand. So. So. Als nächstes kommen die kleinen Tomaten. Ich habe so Mini-Tomätchen in Scheiben geschnitten. Das habe ich mal gesehen. Das fand ich, sieht dann immer ganz lecker aus. Die kleinen Runden hier. Das soll möglichst alles schön bunt werden. Deswegen haben wir grüne Sachen, rote Sachen, weiße Zwiebeln. Das soll ja lecker aussehen und eine schöne, saftige Pizza werden. Was mögt ihr denn eigentlich am liebsten auf der Pizza? Schreibt das doch mal in die Kommentare, in welche Richtung ihr es mögt. So mit Gemüse oder Salami oder Schinken, Ananas, lieber was Süßes. Schreibt mal. So, oh, ich habe ein paar Tomätchen so viel geschnibbelt, deswegen dürfen jetzt hier auch ein paar mehr drauf. Es müssen nicht so viele drauf. So. Wir haben da vorne übrigens auch die Rucola stehen. Die Rucola. Was haben wir denn noch? Ein Brettchen brauche ich. Einfach ein Zuckerbrettchen. So. Pilze mag ich, wenn die ruhig etwas dicker geschnitten sind für die Pizza. Weil dann, die garen ja auch und dann sind die schön saftig. Wenn man die zu dünn schneidet, habe ich die Erfahrung gemacht, dann werden die manchmal etwas trocken. Das sieht gut aus, ne? Mit den weißen Champignons. So. Rucola ist für später. Etwas Paprika. Und etwas Zucchini kommt auch noch drauf. Und ganz viel Zwiebeln.
persönlich mag ja Kapern sehr gerne, weil sie so würzig sind, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr Kapern mögt oder schon mal auf der Pizza gehabt habt. Die polarisieren ja auch so ein bisschen, ne? Also entweder man liebt es oder man hasst es. Wenn ihr Kapern hasst, lasst sie lieber weg. Ich bin da ja einfach mal so auf den Geschmack gekommen, muss ich ja sagen. Und seitdem gibt es bei mir Kapern überall. Also Kapern passen ja wirklich fast in jedes Gemüsegericht. Und probiert es einfach mal aus, egal was ihr macht, was weiß ich, Gemüsepfanne. Kapern verleihen dem Ganzen oft noch so das gewisse Extra, könnte man sagen. Wo ist denn mein Oregano? Guck nicht in meine unordentliche Gewürzschublade. Komm, einmal muss ich jetzt zeigen. Das professionelle Gewürzregal fällt mir entgegen, wenn ich den Schrank aufmache. Deswegen ist das jetzt mein geheimes Gewürzregal. So, Oregano. Manche Leute machen die Gewürze auch nachher auf die Pizza. Kann man machen, finde ich bei frischen Sachen auch gut, okay. Aber irgendwie so diese getrockneten Gewürze sind ja eh schon getrocknet. Von daher sage ich mir, können die gar nicht mehr verbrennen. Finde ich, geben die auch das gewisse Aroma. Unser Kameramann ist gerade in Schmusis Mittagessen gedreht. So. Die arme Schmusi. Muss sie auch Pizza fressen. Mag sie übrigens auch sehr gerne. Vielen Dank übrigens für die netten Kommentare unter dem jüngsten Schmusi-Video. Ganz so hat mich sehr gefreut. Ja, ich finde die auch so süß. Und die wohnt schon so lange bei mir. Und jedes Mal denke ich, oh, sind die süß. Aber das geht wahrscheinlich jedem so, der Haustiere hat. Komisch, ne? Manchmal denke ich auch, wenn die hier irgendwo in der Wohnung sitzen, denke ich, komisch, dass da jetzt so eine Katze sitzt. Aber irgendwann werde ich mich vielleicht dran gewöhnen. Rosmarin war das. Frischer Rosmarin. Normalerweise kaufe ich es ja lieber in so einem Töpfchen, gab es aber nicht. Was fehlt denn noch? Pfeffer. Pfeffer kann nie genug sein. Fehlt sonst noch was? Basilikum kommt später. Ja, Käse, ne? Käse mache ich nicht drauf. Für Käse, für den, der es mag. Manche von euch haben vielleicht das frühere Pizza-Video schon gesehen. Auch das habe ich ohne Käse gemacht. Ich weiß, auch das polarisiert. Aber ich mag es einfach nicht. Aber ihr wisst ja, wie Käse aussieht und wo es Käse gibt. Also wer Käse haben möchte, macht ihn an dieser Stelle auf die Pizza. Oder Käseersatz. Oder Käseersatz. Ja, gibt es auch. Im veganen Supermarkt oder im Bioladen. Gibt es häufiger. Kann man auch selber machen. Pilze, Karren, Oliven, Tomaten. Ja, ne? Nichts vergessen? Nein. Rucola kommt frisch drauf. Also kann die Pizza jetzt in den Ofen. Wir haben 220 Grad. Bei Obenluft, nee, Ober- und Unterhitze. Einfach mal gucken, wie ihr es mögt. Ich würde mal sagen 15 bis 20 Minuten. Macht so, wie es euch schmeckt. So, nun ist die Pizza aus dem Ofen. Wir haben etwas Rucola drauf gemacht und sie sieht total lecker aus, finde ich. Man kann sie jetzt direkt warm essen oder auch kalt essen, am nächsten Tag essen, wenn man noch was übrig hat, oder auch mitnehmen zur Arbeit. Ich wünsche euch einen guten Appetit.